Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wieder mal auf der Landesum zusammen mit Luca und Justin. Guten Tag. Luca? Ja. Ich muss guten Tag sagen. Auch oh, nicht schlimm. Ja. Ach, perfekt. Das war's ja wieder komplett. Herrlich. Schauen wir mal ganz kurz. Und Rain of Car. Was habe ich aufgeschrieben? 155. Okay. Luca, du müsstest auf jeden Fall zwischendrin, wenn der Kalk dir leer geht, geh erstmal auf die 197, damit ich da den Raps reinschallern kann. Damit okay, wir dann am Ende des Tages spulen können. Ach du Scheiße, was kann man hier alles einstellen? Ist Satzstärke ändern? Ist die Satzstärke nicht auch so, dass man die automatisch... Kannst du? Ah, hier U, automatische Satzstärke. Justin, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Du meintest doch irgendwann mal, dass du jetzt wegen gebrannten Mandeln, dass ihr die selber macht immer. Wie sieht denn das aus? Habt ihr gemacht? Ja. Schmecken gut? Ja, super, Alter. Das glaube ich dir wohl. So, krieg ich das jetzt. Ey, Junge, das ist das Geilste, was du machen kannst, zum Winter. Ja, das glaube ich voll. Ey, genauso wie Kekse, Lebkuchen und Dings, Spekulatius habe ich auch selber gebacken. Ich bin viel zu faul für sowas. Ich habe auch außerdem keine Zeit. Es gibt auch Leute, die backen. Ja, ich weiß. In ihrer Freizeit und ich kann backen. Ja, ich könnte auch, aber... Ich bin auch sehr, sehr kochlich begabt. Und das soll ich dir jetzt glauben? Das ist ernsthaft so. Also Nachtisch und alles kann ich super. Chat, was sagt ihr? Glauben wir das, Justin? Oder trollt der wieder nur? Kennst du Cookie-Creme? Was? Cookie-Creme? Cookie-Creme. Sagt mir jetzt spontan nix. Du machst eine Masse mit Mascarpone-Sahne. Mhm. Dann machst du Trauben. Ja. Du machst ganz unten drin Trauben. Dann tust du die Creme rein mit Cookies. Und oben drauf nochmal, zack, also die Cookies müssen klein geschlagen werden. Mhm. Okay. Und dann oben drauf nochmal ein Schicht Cookies. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Eigentlich sollst du das mit roten, also richtigen Weintrauben. Ich mach das aber mit grünen Trauben, weil das besser, mir besser. Ja, das ist halt Geschmackssache dann wieder. Kannst du das auch mit Himbeeren machen. Okay. Oder mit Erdbeeren. Du kannst da eigentlich schreiben. Außer halt so richtig wasserhaltige wie Äpfel. Und mit gleich Saatgut erstmal holen, ey. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall mindestens einmal Dünger holen gehen. Und Saatgut. Ich muss auch gleich noch Dings Mist wegfahren. Digga, ich hab. Hier ist Saatstärke auf hoch und Dünger auch auf warum? Ultra hoch. Weißt du warum? Hm. Musst du das machen? Weil der Boden das nur hergibt. Ja. Luca, du wirst nämlich, ich glaube, ich habe auf meinen Schlepper eine Musikanlage jetzt reingebaut. Sieht das Ding jetzt aus wie so ein Türkenschlepper? Nein. Nee, ich habe das unten bei mir in die Seite reingemacht. An dem Kotflügel. Das wäre irgendwie geil gewesen. Am Arsch, denkst du, ich mach so einen hässlichen Scheiß? Da kann witzig. Ich habe ja diese GPL, diesen wasserdicht. Mhm. Das ist größer als die Flip 5 und die kleine, ein bisschen kleiner als die. Ja. War mal so ein spezielles Modell, was rauskam. Auf jeden Fall waren die wasserdicht. Habe ich zwei damals. Jetzt habe ich links und rechts eine. Alter, ich kann mich so zudröhnen. Wenn es dir im Leben weiterhilft. Ich lasse da geile Mucke immer laufen. Ey, aber so richtig. Bam, 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 bam. Style. Richtig hart Style wie Ben. Kurz zum Ben mutiert. Nee, ich höre generell Musik daraus 2010 und so. Mhm. Thank you.
Luca, habt ihr einen Weihnachtsbaum? Ja, steht schon. Welche denn? Nordmann-Tante? Oder Blau? Keine Ahnung. Hat der Vater von der Arbeit mitgebracht, hat er gewonnen. Ey, das ist so richtig, das ist richtig Schwabe, Alter. Ey, so richtig Schwabe, Vater hat gewonnen. Ja. Du bist ja noch geiziger als alle anderen, ey. Ja, er hat gemeint, er hat einfach beim Gewinnspiel mitgemacht und dann hieß halt, ja, zum Schluss. Also er hat halt einfach mitgemacht, wusste nicht mal, was es zu gewinnen gibt und dann hieß er zum Schluss, ja, es gibt Weihnachtsbäume und dann hat man halt auch ja, einen Weihnachtsbaum. Alter, ich hab ja Weihnachtsgeld und alles von der Firma bekommen, ne? Mhm. Das hat ja richtig gescheppert. Ey, und weißt du, ich bekomme noch Gewinnausgütung. Weil wir dieses Jahr so viel Gewinn gemacht haben, bekommen die Azubis auch noch Gewinnausgütung. Krass. Ey, da bin ich mal gespannt, wie viel ich da bekomme. Nimm. Aber nächste Woche ist eh entspannt. Wir machen nur noch zwei Geräte nächste Woche und dann nur auf Lager rumpimmeln. Ich glaube, ich muss gleich erstmal noch Dünger auffüllen gehen. Ist ja geistkrank. Was willst du denn sonst vor Weihnachten machen? Ich mache im neu. Ich bin ja der einzigste Arsch im neuen Jahr, als er da ist. Weil die anderen zwei haben freigenommen, ich darf Lager im. Geil. Ich würde erstmal sagen, das war's mit der Folge. Ich mach die restlichen Felder mal noch fertig. Zumindest das Rapsfeld und dann schauen wir mal weiter, wie wir weitermachen. Damit sich das hier nicht allzu sehr zieht. Genau, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn die Folge wirklich hier an Weihnachten kommt, so wie es theoretisch der Plan ist, dann auf jeden Fall einen schönen Sonntag euch noch für alle, die am Sonntag schauen. Wenn nicht, genießt die Weihnachtsfeiertage. Verbringt Zeit mit eurer Familie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao, Leute. Tschüss, von mir auch. Tschüss.